Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Chris von thetutorial.de. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch in Skype mit zwei Accounts anmelden kann. Das geht ganz einfach, also heute ziemlich kurzes Video. Rechtsklick auf unserem Desktop, neu, eine Verknüpfung erstellen. Die Datei liegt im Computer, C, Programme, Skype, Phone und dann die Skype, wenn wir Skype aus und klicken OK. Klicken wir auf Weiter, nennen die Verknüpfung Skype, klicken auf Fertigstellen. Hier haben wir jetzt einfach eine Skype-Verknüpfung, wie man sie sonst auch kennt. Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften und dann wählen wir hinter dieser Datei einfach aus /secondary. Klicken OK und jetzt hier. Wir können Skype nochmal starten. Jetzt habe ich schon zweimal auf. Also einmal hier Skype. Nochmal Skype. Ich kann es jetzt so oft öffnen, wie ich möchte. Ich kann mich jetzt mit 50 Accounts anmelden. Und ja. Okay, Leute, das war's auch schon soweit. Ich bedanke mich. Ja, für mehr Infos schaut auf unsere Homepage oder auf unserer Facebook-Seite vorbei. Und ja, bis zum nächsten Video.